How do you make a model using digital tools and processes? In this lecture, featuring a video shot and edited by student Nicholas Müller, Oliver Fritz of HTWG Constance, University of Applied Sciences, who of course also is a contributing editor of the Atlas of Digital Architecture, talks us through some of the most important techniques of model making. Das erste Verfahren, was ich hier vorstellen möchte, ist das Verfahren des 3D-Druckens. Es gibt an anderer Stelle in diesem MOOC bereits einen Beitrag dazu und auch im Buch Atlas of Digital Architecture hat ein eigenes Kapitel dazu. Das 3D-Druckverfahren ist überhaupt nicht neu. Es wird aber seit kurzem im Bereich des Architekturmodellbaus vermehrt verwendet. Der Grund dafür ist, dass die Modelle und die 3D-Drucker nicht mehr so teuer sind, wie sie früher waren. Und die Qualität wird Stück für Stück auch besser, selbst wenn man, wie hier in diesem Beispiel, die eine oder andere Spur noch sehen kann. Während das 3D-Druckverfahren additiv ist, ist das Verfahren bei der CNC-Fräse subtraktiv. Es werden in Bahnen und Faden die Fräspfade geführt und auf die Art und Weise das Material abgetragen. Die Berechnung der Software ist auch ähnlich wie im 3D-Druckverfahren, dennoch ist die Bedienung der Software deutlich komplexer. Der Hintergrund ist der, dass die Fräsbahnen natürlich nicht ins Modell reinfahren dürfen und auf die Art und Weise permanent eine Kollisionskontrolle stattfinden muss. Und es ist immer 3D, das Modell. Des Weiteren gibt es zwei verschiedene Schneidverfahren. Es gibt einen groben Cut und einen feinen Cut. In der Fachsprache redet man dann von einem Rough Cut und von einem feinen Cut. Es gibt immer die Möglichkeit, ein Modell zu bauen, was sozusagen das Negativ von dem Modell ist und auf die Art und Weise ein Abguss stattfindet, oder direkt das positive Modell zu bauen und auf die Art und Weise aus dem Fräsmaterial ein echtes Modell zu bauen. Das Lasercutten ist das am häufigst verwendete digitale Fertigungsverfahren für den Architekturmodellbau. Hier werden zweidimensional aus Pappe, Sperrholz oder MDF oder manchmal auch aus Plexiglas mit einem Laserstahl Konturen ausgeschnitten, die dann die Bauteile ergeben. Didaktisch ist das interessant, weil es im Gegensatz zum 3D-Druck sowas wie einen Montageprozess beinhaltet und aus den zweidimensionalen Bauteilen ein dreidimensionales Modell entsteht. Die Bedienung der Geräte ist relativ einfach und in 1 bis 2 Stunden erlernbar. Zu beachten ist, dass gewisse Plattenmaterialien nicht geschnitten werden dürfen, weil dabei giftige Gase entstehen könnten und grundsätzlich die Dämpfe abgesaugt werden sollten. Es gibt verschiedene Arten von Modellen. Manche Modelle sind für die Überprüfung einer Konstruktion sinnvoll, manche Modelle sind zur Überprüfung einer Fügung, hier in dem Falle beispielsweise ein 1:1-Modell, sinnvoll. Und immer geht es darum, die Dinge, die man sich überlegt hat und die man sich vorstellt, in eine Überprüfung zu bringen. Ähnlich wie die architektonische Skizze ja auch dafür da ist, zu kommunizieren und die Dinge, die man im Kopf hat, miteinander auszutauschen und möglicherweise auch für sich selber zu überprüfen. Im folgenden Beispiel ist schön zu sehen, wie ein Modell gebaut wird, in dem Fall ein gelasertes Modell, um die Statik eines Trägers zu überprüfen. Das Modell wird tatsächlich in 1:1 wie das wirkliche Objekt gebaut mit den Verbindern und den Übertragungen. Hier sieht man, wie die Studierenden gemeinsam über einen Belastungstest die Leistungsfähigkeit dieses Trägers überprüfen. An der Bruchstelle des Objektes kann man sehr, sehr gut erkennen, wie die Statik funktioniert und wo an dieser Stelle optimiert werden könnte. So wie es physikalische Modelle gibt, gibt es auch Modelle am Computer. Hier sieht man in der Software Rhino bzw. dem dazugehörigen Plugin Grasshopper, wie ein Hängemodell simuliert wird und auf die Art und Weise trianguliert Formen entstehen. Jeder dieser einzelnen Prozesse ist eigentlich ein gebautes Modell. Damit man das in die physikalische Welt übertragen kann, müssten die Bauteile generiert werden.
Auch dies findet in der Software statt und wurde von den Studierenden hier geskriptet. Das entstehende Modell ist jetzt eine perfekte Simulation dessen, was man später in Wirklichkeit oder auch im Modell aufbauen kann. Dabei ist zu überprüfen, geht das überhaupt aufzubauen und lässt sich das alles montieren? Wie organisiere ich die Baustelle an der Stelle? Es ist wichtig, bei diesen ganzen unterschiedlichen Bauteilen eine Beschriftung zu haben, zu wissen, wer die Nachbarn sind und wie ich diese Dinge miteinander verbinde und füge. Man sieht, die Anzahl der Bauteile würde ohne die Beschriftung nie funktionieren. Man würde sofort die Orientierung verlieren. Schon hier sieht man, ob es möglicherweise Probleme auch im 1:1-Bau geben würde und wie auch tatsächlich die Statik funktioniert im Aufbauprozess. Interessant ist bei solchen Formen immer der Schlussstein. Wie wird in dem Fall das letzte Dreieck gefügt? Wenn das eine Modell im Maßstab 1:9 gebaut worden ist, ist natürlich interessant, wie wäre dieses Modell im Maßstab 1:1 zu bauen. Man möchte jetzt natürlich nicht den ganzen Pavillon bauen, sondern nur ein Bauteil und kann dies sehr, sehr gut überprüfen, indem man dieses auf einer großen CNC-Maschine fräst. Im Prinzip ist das das gleiche wie das Lasercutten. Es ist auch ein 2D-Prozess, der Stück für Stück die Bauteile ausschneidet und im Prinzip vergleichbar mit dem gelaserten Modell, was dann tatsächlich ein Modell des eigentlichen wirklichen Prozesses ist. Auch hier sind die Beschriftungen drin und man muss natürlich mit etwas mehr Kraft die Dinge fügen. Mit diesem Ausprobieren erkennt man an dem Modell, ah ja, es passt, es funktioniert, man kann das fertigen, man kann es fügen und es funktioniert 1:1 mit allen Steckverbindungen. Die bisherigen Beispiele von Architekturmodellen bezogen sich immer auf das Entwerfen. Das Modell ist ein Baustein eines iterativen Planungsprozesses. Das ist beim Präsentationsmodell anders. Hier soll dem Publikum eine scheinbar fertige Idee verkauft werden. Aber auch hier geht es im Prinzip immer darum, Feedback zu erhalten. Dies kann dann in einem abstrakten Modell im Städtebau stattfinden, zum Beispiel wie in diesem Beispiel in Form von gegossenen Betonkuben, oder detaillierter in einem gelaserten Pappmodell im Maßstab 1:200. Wie Sie sehen, es gibt viele unterschiedliche Typen von Modellen und es macht Sinn, sich über den Zweck und den Einsatz genau Gedanken zu machen. Durch die Digitalisierung werden die Modelle präziser und weniger spekulativ. Gerade zur Überprüfung von konstruktiven Strukturen bieten die Modelle in ihrer Dreidimensionalität viele Vorteile gegenüber der Zeichnung. Didaktisch ist das Testen vom Aufbau und von der Produktion der Bauteile enorm hilfreich. Letztendlich geht es immer darum, Ideen zu überprüfen und den architektonischen Entwurf dreidimensional darstellen und begreifbar zu machen. Dies scheint in Renderings- und VR-Umgebungen, zumindest heute, nur bedingt zu funktionieren. Und mal ehrlich, ein echtes Modell real in die Hand zu nehmen, ist doch was Schönes.